Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich auch im Namen des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft zum heutigen Benefizkonzert. Und ich freue mich, dass Sie der Einladung trotz der Tatsache, dass Covid-19 mittlerweile auch bei uns in Deutschland angekommen ist, noch gefolgt sind. Dies zeigt, dass Sie zumindest den Kampf mit einem Virus schon erfolgreich aufgenommen haben, dem der Angst, die sich auf unsere Seele legt und unsere Herzen eng werden lässt und die, wie wir in diesen Tagen allerorts beobachten können, deutlich anschreckender ist als alles andere, was die Natur in ihrem Arsenal an Viren und Erregern sonst noch aufzubieten hat. Ende Januar hatten wir in einer Mitteilung an die Presse Stellung genommen zu dieser Angst, zu einem Zeitpunkt, wo Politik und Medien in Deutschland nur darüber sprachen, wie man deutsche Staatsbürger am besten aus Wuhan ausfliegen könne. Da forderten wir, China braucht unser Mitgefühl und unsere Hilfe. Ein ungewöhnlicher Schritt für einen Wirtschaftsverband vielleicht, aber wir fanden es beschämend, dass bei all dem, was unsere Wirtschaft dem Aufstieg Chinas zu verdanken hat, keiner öffentlich die Frage stellte, wie man denn den Betroffenen helfen könne. Inzwischen ist die Hilfe angelaufen. Die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft haben im Februar fast 15 Tonnen medizinische Hilfsgüter in zwei großen Lieferungen nach Wuhan gebracht. In China tätige deutsche Unternehmen haben mehr als 25 Millionen Euro für den Kauf weiterer Ausrüstung an chinesische Hilfsorganisationen gespendet. Jetzt hört man schon die eine oder andere Stimme, die dies kritisiert und davon redet, dass man all die Hilfsgüter besser in Deutschland hätte lassen sollen. Deutschland bräuchte seine Atemmasken bald schon für die eigene Bevölkerung. Wie eng sind die Herzen derer, die so sprechen. Man darf nicht vergessen, mit mehr als 80.000 Fällen und über 3.000 Toten trägt China bis heute die Hauptlast dieses Ausbruchs. Und die drastischen Maßnahmen, die die chinesische Regierung zulasten der eigenen Bevölkerung ergriffen hat, um die Verbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen, haben uns allen wichtige Zeit verschafft, um uns auf die Ankunft von und den Umgang mit Covid-19 vorzubereiten. Daher ist es weiter richtig, China zu helfen, auch in diesen Tagen. Und das heutige Konzert möchte seinen Beitrag dazu leisten. Wir vergessen zu schnell, wenn wir es denn überhaupt wahrnehmen, dass hinter den anonymen Zahlen, die wir täglich auf unseren Handys nach dem Aufstehen lesen, einzelne Menschen mit ihren Schicksalen stehen. Großeltern, Eltern, Verwandte, die durch die neue Krankheit vorzeitig aus dem Leben scheiden, deren Tod großes Leid über ihre Familien bringt und die Hinterbliebenen in tiefer Trauer und mitunter auch in prekären Verhältnissen zurücklässt. Und dass die Initiatoren dies, den Blick auf die Opfer, heute in den Mittelpunkt gestellt haben, das ist eine tolle Sache. Wir wissen noch nicht, was in den nächsten Wochen auf uns in Deutschland und Europa zukommt. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm werden wird wie in Wuhan. Nur sicher wissen können wir es nicht. Aber eines können wir wissen, und das mit Sicherheit. Wenn es uns nicht gelingt, im Angesicht der Herausforderung durch Covid-19 unsere Menschlichkeit zu bewahren, dann verlieren wir viel mehr als nur den Kampf gegen eine neue Krankheit. In diesem Sinne spenden Sie heute Abend, spenden Sie reichlich und spenden Sie von Herzen. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Wir sind Lia Bünger und Lieselotte Uhrmann. Wir waren im Mai 2019 in China und kommen von der Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule. Ich bin in der 5B und ich in der 5C. Was war schön in China? Der Empfang, als wir in China am Flughafen ankamen, war sehr schön. Genauso, als wir in der Schule ankamen und aus dem Bus ausstiegen, spielte Musik und am Geländer waren Fotos von der letzten Reise aufgehangen. Es waren noch Schüler dort. Meine Freundin und ich hatten auf der China-Reise Geburtstag. Wir haben Geschenke von der Direktorin bekommen und eine riesige Torte. Das war mein schönster Geburtstag. Wir haben in China sehr viele Ausflüge unternommen. Wir waren auf dem Sommerpalast, auf der chinesischen Mauer, im Zoo und vielen weiteren Orten. In der Schule gab es Einzeltische. Die wünsche ich mir manchmal auch hier bei uns an der Schule, da viele Kinder chaotisch sind oder nett ausgedrückt ihren Platz brauchen. Bevor der Unterricht losgeht, wird morgen Gymnastik gemacht. Da sind ein paar Kinder auf die Bühne gegangen und die Klassen sind geordnet auf dem Schulhof, in Reihe und Glied. Die Kinder machen den K-
Kindern, die auf der Bühne sind, nach und werden von Musik begleitet. Als wir am Nordcampus, der 2500 Schüler hat, und am Südcampus, der 1500 Schüler hat, ankamen, wurde von uns eine Aufführung veranstaltet. Ich habe gemerkt, dass sie sehr an uns gedacht haben und mich darüber sehr gefreut. Unser großes Thema in der Schule war das Matheprojekt. Am besten hat mir der Soma-Würfel und das Würfelnetz gefallen. Der chinesische Weltmeister des Zauberwürfels hat uns den Zauberwürfel beigebracht. Wir waren alle sehr beeindruckt davon, wie schnell er es hinbekommen hat. Wir haben dazu mit 1200 Soma-Würfeln alle zusammen ein großes Bild, ein 2x3 großes Bild gemacht. Da hat man richtig gemerkt, wie unser Team zusammengearbeitet hat. Wir haben auch am Ende eine Soma-Würfel-Aufführung veranstaltet. Die Kinder in China waren alle sehr freundlich und es hat sehr Spaß gemacht, mit ihnen am Team zu arbeiten. Was haben wir gelernt? Die Kultur in China ist ganz anders als in Deutschland, doch sehr aufregend und schön. Wir haben natürlich auch sehr viel zur Kultur gelernt, zum Beispiel, dass wir ganz andere Sachen essen als die Chinesen. Das Besteck bei ihnen ist auch anders. Sie essen mit Stäbchen und mit bestimmten Suppenlöffeln. Ich finde das Besteck bei ihnen auch schöner, da da Muster, Bilder oder Blumen drauf sind. Wir haben natürlich auch sehr viel Englisch in China gelernt, da wir mit ihnen ja nicht Deutsch reden können. Wir haben auch Pantomime benutzt, wenn uns die englischen Wörter nicht eingefallen sind. Durch das Mathe-Projekt haben wir sehr viel Mathe gelernt. Zum Beispiel wusste ich vorher nicht, was ein Möbiusband ist. Worauf freuen wir uns, wenn wir wieder Besuch aus China bekommen? Ich freue mich ganz besonders auf das Spielen und Lernen mit den Chinesen, was in China schon sehr viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich darauf, ihnen unsere Kultur und Berlin zu zeigen. Ich bin gespannt, wie sie sich mit unserem Besteck bekommen. Ich freue mich auch darauf, ihnen unseren Schultag zu zeigen. Zum Beispiel, was wir anders machen. Der Klassenrat. Da werden nämlich Probleme besprochen. Und ich freue mich auch wieder aufs Mathe-Projekt, was dieses Jahr sein wird. Letztes Jahr war es Sport. Man sollte keine Angst vor dem Coronavirus haben. Auch wir haben keine und wir werden vorsichtig damit umgehen. Und auch ihr Erwachsenen solltet damit vorsichtig und richtig umgehen. Und keine unnötige Panik verbreiten. Zeit hier.